Willkommen zurück, Freunde. Weiter kann es gehen mit Wulong Fallen Dynasty. Auch wenn ich mein System vor kurzem komplett geschrotet habe, läuft wieder alles, hoffe ich zumindest. Also versuchen wir hier ein bisschen zu performen. Und vielleicht können wir uns ja hier anschleichen. Okay, wunderbar. Aber, wir haben jetzt nicht so viel Damage gemacht, wie gehofft. Ja, immer schön auf... Okay, der hat uns jetzt nicht angegriffen. Und er ist down. Okay. Okay, gut. War jetzt doch ein bisschen einfacher, als ich gedacht habe. Und wir haben auch schönen Loot erhalten. Da haben wir jetzt für die Standarte... Ja, wir wurden voll geheilt und haben auch einen neuen Heiltrank bekommen. Sehr schön. Denn oben habe ich den Weg auch schon frei gemacht. Also müssen wir jetzt quasi nur hier hochdüsen. Der Dude könnte ungefähr vom selben Kaliber sein. Ah, da kommen ein paar Untote an. Da sind auch noch welche. Und nicht getroffen. Okay, das mit dem Ausweichen hat wieder, oder Parieren hat wieder perfekt nicht funktioniert. Ja, ich wollte schon sagen, wie konnte der überleben? Na komm schon, kleiner Mann. Du musst schon hier hochkommen. Damit ich dann gleich auch meinen Sneak-Angriff machen kann. Ja, oder der macht das einfach. Ist auch in Ordnung. Na komm schon, gut. Okay. Sehr schön. Aber der hält auch wieder ordentlich was aus. Sehr schön. Oh, das hat wehgetan. Eieieiei. Okay, also es funktioniert jetzt immer besser und besser, aber es ist noch ein bisschen entfernt von wunderschön. So, was ist das? Okay, das war die letzte Speicherstandarte. Es scheint aber noch zwei zu geben, die wir so platzieren können. Und es sieht auch so aus, als wenn wir den nächsten Boss haben. Ich habe schon ein bisschen Schiss. Aber okay, was soll's. Ups. You scum! This is our execution ground, didn't you know? The Tianzhu Hermits will get no mercy. That goes for the women as well. Go quickly. Okay, das Vieh erinnert mich an den Flora-Grunzer von Wild Hearts.
Und bei dem habe ich auch eine Stunde gewiped. Okay, gut, alles klar. Schauen wir mal. Okay, da konnte ich jetzt nichts machen. Okay, das hat jetzt wunderbar funktioniert. Aber ein bisschen wenig Damage gemacht. Okay, das hat wieder funktioniert. Seine Hauer sind down, ne? Oh, sehr schön. Das hat gut Damage gemacht. So, ich wollte eigentlich das Götterwesen holen, aber ich habe vergessen, wie man das macht. Okay, ich habe gehofft, dass ich dem ausweichen kann, konnte ich aber nicht. Oder was heißt ausweichen? Blocken, ne? So, jetzt habe ich gesehen, was ich drücken muss. Oh, zu früh gedrückt. Oh, das Ding sollten wir aber jetzt im First Try schaffen, oder? Aber diese komische Hinweismeldung geht mir wieder massiv auf den Senkel. Okay, ich habe die ganze Zeit ausweichen gedrückt. Das war natürlich ein bisschen blöd. Ja, unser Gehilfe macht hier aber auch gut Damage. Okay, das hat nicht funktioniert. Das auch nicht. Und er ist down. Wunderschön. Gut, ist zum Ende hin noch ein bisschen knapp geworden. Aber er ist down im First Try. Wunderbar. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Gut, sind wir von dort gekommen? You saved me. Thank you. You are lucky to be alive. However, I am not the one you should think. My name is Hongjin, and I've been investigating the Yellow Turbans. That jade is... I must leave you now. I advise you to head to Guangzhong, to the Yellow Turbans headquarters. It would be an immense boost to the Imperial forces if you were to join the ranks. Ha! Would you mind taking me along? Gut, ich hoffe, die Dame kann auch gut kämpfen. Wieder eine schicke lange Ladezeit. Na, komm schon. Das ist jetzt aber auch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, kämpfen kann sie. Und Magie beherrscht sie auch. Sehr schön. Sie könnte uns im Kampf hilfreich sein. Ugh!
Won't you stop, Yida? Don't be so reckless, Yida. These brave warriors saved my life. Huh? What? My apologies. I got ahead of myself. Okay. It's time to find out how strong you really are. How about we play a little game? Who can take out the most rebels? You or I? Erinnert mich so ein bisschen an die Wette von Herr der Ringe, Legolas gegen Gimli. Und es scheint so, als hätten wir wieder ein neues Gebiet freigeschaltet, oder? Oh nee, das ist immer... Also Teil 1, das ist das Dorf. Das... Hä? Hier fehlt doch das Gebiet, in dem wir eben waren. Ah, das ist in zwei Teile... Nee. Ach nee, das ist in drei Teile geteilt. Ah, ach so, okay. Gut, alles klar, verstanden. Also in dem Gebiet waren wir eben. Da fehlen noch zwei billige Standarte. Und dann machen wir jetzt hier einfach weiter. Gut, alles klar. Aber jetzt habe ich doch glatt vergessen, unsere Essenzen zu nutzen. So, mehr HP. Oder mehr Damage. So, Mauszeiger erstmal weg hier. Oh, mehr Damage. Ich glaube, wir gehen erstmal mit der HP. Gut, alles klar. Dann schauen wir mal, was wir mit unseren beiden Mitgliedern jetzt auch noch hier groß reißen können. Okay. Ja, weg mit dir. Und weg mit dir. So, haben wir hier noch... Ihr habt auch schon ein... Oder? Habt ihr das gemacht? Ja, sagen wir einfach mal Dankeschön. So, hier könnte, da liegt auch schon gleich was. Sehr schön. Neue Rüstung nehme ich jetzt erstmal nicht. Ja, hier kommen wir sowieso hoch. Das passt. Oh, zu langsam. Ja, also wenn wir das mit dem Kontern hinbekommen, ist das wirklich sehr angenehm und vernünftig hier. Wenn das mit dem Kontern natürlich nicht funktioniert, dann ist das Pain in the Ass. So, da eben zum Beispiel viel zu weit weg gewesen. Und wir haben ihn down gekriegt, sehr schön. Aber da hat auch, glaube ich, ein bisschen zu viel auf ihn eingeschlagen. Aber egal, wenn wir ihn down gekriegt haben, interessiert mich das wie nicht. Okay, da habe ich jetzt keinen einzigen Konter hinbekommen. So. Das war jetzt irgendwie ein bisschen zu viel für mich. Wir haben permanent geblockt, gekontert und alles Mögliche. Aber am Ende des Tages haben wir alle down bekommen. Sehr schön. Also das Gebiet scheint... Oh. Scheint mir auch sehr weitläufig zu sein. Heißt im Endeffekt,
Wir können hier, glaube ich, auch sehr schön farmen. So, das scheint irgendwie ein Heiler, Druide, irgend sowas zu sein. Wobei, nee, in China zu der damaligen Zeit gab es ja keine Druiden. Ja, kleines Problem ist, dass wir jetzt nicht einfach so eine Map öffnen können, um zu sehen, wo wir sind und wo wir hin müssen. Aber okay. Oh, da kommt schon wieder einer mit seinem Feuerball an. So, der ist schon mal down. Da unten war auf jeden Fall, ich glaube, das war ein Untoter. Ich mache jetzt immer so diesen Sprungangriff, weil ich mit dem in Elden Ring sehr gut klargekommen bin. Ja, Elden Ring ist nicht Wulong, aber ich muss mich hier irgendwie an irgendetwas orientieren. So, da wurde ich heimtückisch von hinten angegriffen. Sehr schön. Ja, da habe ich schon mit gerechnet. Und sieh mal einer an. Hier unten sind auf einmal neue Gegner gespawnt. Okay, da sind wir nochmal schnell genug durchgekommen. Sehr nice. Da liegt auch noch was, nehmen wir auch mit. Na? Da bin ich, glaube ich, einfach nur richtig schlecht gesprungen. So, da oben werden wir nicht hochkommen. So, wenn man richtig springt, kommt man hier auch rüber. Aber ihr wisst ja, Jump and Run ist nicht so mein Ding. Ich glaube, da hinten beim roten Schein hätten wir auch noch eine Standarte. Da können wir eine Treppe runterziehen. Da ist wieder ein Tiger und wieder eine neue Standarte. Aber den Tiger können wir jetzt nicht von hinten angreifen. Soweit ich das sehe. Nur erstmal Heiltrank. So, der hat eine 10er Moral und wir nur eine 4er. Okay, ich komme hier nicht weg. Und er hat mich mit einer Combo platt gemacht. Wow. Da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Training. Naja, Quatsch. Ein bisschen Moral. So, wo sind wir jetzt hier gerade? Ah, das ist ganz wieder ganz am Anfang. Okay. Ja, bei den anderen habe ich mich hier auch nicht aktiviert. Ja. Ah, ich habe auch wieder viel Erfahrungspunkte verloren. Combo hat funktioniert, Konter hat funktioniert. Also das Game an sich macht ja ziemlich viel Laune. Bloß auch hier wieder das Problem, was bei Elden Ring war. Solange wir einen stetigen Progress haben, ist das alles gut und schön. Sobald wir aber gegen die Wand laufen und nicht wirklich vorankommen, dann ist das ein bisschen kacke. So, sieh mal einer an, dort können wir auch nach rechts gehen. Da, wo wir eben waren. Ach, der hat überlebt. Okay. Ah, die waren schneller als ich.
Ich habe da den letzten Schwinger draufgesetzt und er hat keine HP verloren. Okay, ausweichen kontern hat bei dem auch nicht wirklich funktioniert. Ah, okay, das ist ein deutlich heftigerer Gegner. Okay, das hat auch nicht gepasst. Wow, 3 Heiltränke. Nur um hier dieses Kackding hier hochzuklettern. So, der Wolf ist schon mal down. Oh, shit. Da habe ich mich richtig verkalkuliert. Und ich habe natürlich auch keine Heiltränke mehr. Upsala, falscher Knopf zum Öffnen. Und er ist auch noch ausgewichen, als ich ihn angegriffen habe. Nice. So, da oben haben wir eine Standarte. Okay, ich bin aber so gut wie down. Hab keine Heiltränke. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier groß was reißen können. Aber nutzen wir einfach mal den hier. Okay, Dudemeister haben wir schon mal umgenietet. Aber da gehört, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu. Ja, ich wollte eigentlich einen kritischen Angriff machen, aber der war natürlich in der gegenwärtigen Bewegung. Von daher hätte ich das nicht hinbekommen. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Shit. Ich habe gehofft, ihn zu one-hitten. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Oh, ich habe gesehen, wir haben gerade einen Heiltrank gehabt. Den hätte ich natürlich auch einsetzen können. Beziehungsweise müssen. So, da ist der nächste. Ah, hier haben wir schon mal so einen Druiden gesehen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, die anderen beiden Dudes haben den wahrscheinlich platt gemacht. So, down ist er. Da oben ist auch noch einer, den brauchen wir aber nicht. So, dann haben wir da die etwas dickeren Dudes. Da versuchen wir einfach mal durchzuskippen. Okay, da habe ich es nicht geschafft auszuweichen. Ah, verdammt. Sehr schön, immer kurz bevor ich sie angreife, machen die einen Move und dann komme ich nicht mehr durch. Na komm schon. Oh, den Move habe ich nicht kommen sehen. Und schon wieder nicht.
zu schnell. Gut, zwei Heiltränke habe ich noch. Aber ich glaube, wir haben hier auch den Löwen. Ah, verdammt. Damit habe ich gerechnet, aber ich konnte nichts dagegen machen. Wunderschön. So, der Druide ist down. Jetzt fehlen aber noch die anderen, um hier dann auch die Standarte zu setzen. Ja, auch nicht so, wie ich gewollt habe. Ja, ich bin teilweise auch bei den roten Angriffen zu ungeduldig. Sehr schön. Standarte kann gesetzt werden, wunderbar. Wir werden geheilt, bekommen die Heiltränke. Haben auch wieder einen Ort zum Safen. Ich kann aber auch... Ich wollte seinen Angriff wegkontern. Aber, so, jetzt... Konnte ich, aber ging auf den falschen drauf. Sehr schön. Da haben wir auch unsere Rache bekommen. Sehr exquisit. Gut, dann werden wir aber nicht wieder hoch zum Tiger gehen, denn dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr... ja, weiß ich nicht. Ach, Moral heißt das genau. Das haben die beiden sehr schön gemacht. Ja, ich glaube, über diesen Weg kommen wir sowieso zum Tiger. Ja, shit, den einen roten Angriff ausgewichen, dem zweiten jetzt hier aber nicht. Daneben gewämst. Ja, und da haben wir die Treppe, die hochgeht. Ja, nicht die Treppe, die Leiter. Da geht's hoch zum Tiger. So, das ist eine einfache Standarte, aber wir nehmen uns natürlich also die Heiltränke und das andere nehmen wir gerne mit. Und daneben gehauen. Nice. Ah, guck mal, da waren wir eben. Ah, da wäre es auch möglich gewesen, hier hochzukommen. Okay, gut. Also, upsala, das Ding habe ich jetzt ganz vergessen. Also, alle Wege führen zum Tiger. Und der Typ ist noch nicht mal ein dicker Gegner. Oder, ja, das ist auch wieder falsch ausgedrückt. Es ist schon ein dicker Gegner, aber kein Bossgegner. Ah, guck mal hier, die Schmiedin ist auch wieder am Start. Was sagt denn die Ausrüstung? Haben wir hier irgendwo... Ja, hier haben wir eine Big Mama. Und Eisenschwert. Ja, ansonsten passt das. Ja, bei der Ausrüstung werden wir, glaube ich... Oh, das sieht, glaube ich, ziemlich nice aus. Wobei wir könnten... Das Ding ist zumindest 3 Sterne. Aber hier werden wir jetzt nicht groß rum. Ja, da verlieren wir auch keine HP. Oh, 4 Sterne gelb. Sowas hatten wir bislang noch nie gehabt. So, was haben wir hier? Ja, hier bekommen wir auf jeden Fall sehr viel
Gewicht wieder. Gut, dann schauen wir mal, vielleicht. Wir könnten Tigerchen auf jeden Fall skippen, glaube ich. Oder? So, von dort sind wir gekommen. Und daneben gesemmelt. Das gibt's doch nicht. So, da oben ist wieder einer von den Dudes. Ja, wäre vielleicht auch mal interessant, über einen Bogen nachzudenken, der da hochballern könnte. So, du hast mich überrascht, jetzt habe ich dich überrascht. Damit sollten wir quitt sein. So, der Tiger hat 10 Moral, wir haben jetzt 8. So, der Dude ist down. Und die haben 13 Moral. Oh, das ist sowas wie der Tiger. Aber ich habe hier etwas entdeckt. Das ist sogar eine etwas dickere. Und hier können wir auch wieder ein bisschen... So, wir bekommen auf jeden Fall wieder viel Ausdauer dazu. Dann wird unser Schwert noch ein bisschen verbessert. So, ja, das machen wir nochmal. Und beim nächsten Mal müssen wir wieder mehr auf Angriff gehen. Das ist aber auch schon hier das erste drachenähnliche Vieh, ne? Oh, 19. Da werde ich, glaube ich, mit meiner mickrigen Moral nicht weit kommen. Gut. Der einfache Weg. Ja, das wollte ich eigentlich auch bei dem anderen machen, aber da habe ich mich sehr blöd angestellt. Ah, hier oben stehst du also. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber wir können hier noch was hinpacken. Und sind auf 9 hoch. So, nützt nichts. Wir müssen uns, glaube ich, dem Tiger stellen. So, der ist jetzt auf 9er Moral. Sehr schön. Die anderen können schön tanken. Ja, das denke ich auch. So. Und er haut ab. Okay. Aber zumindest habe ich schon mal einen Angriff von ihm geblockt. Noch ein Angriff geblockt, aber dann zu weit weg gewesen. Alles klar, looten wir. Seinen Loot nehmen wir natürlich sehr gerne. Ja, sehr nett. Jetzt sagt der Game Pass, ich habe keine Internetverbindung. Aber sollte uns jetzt nicht behindern. Wir können erstmal weitermachen. So, das hat mich kurz durcheinander gebracht. Dazu gehört aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Rang 2 Leder, sehr schön. Oh, den wollte ich eigentlich nicht, den wollte ich angreifen. Okay, beide down, wunderbar.
Maske des Hexers, blau, sehr schön. So, den Tiger können wir auch farmen. So schwer ist das anscheinend auch nicht, wobei es natürlich einfacher ist, wenn wir uns ja von hinten an ihn dran schleichen können, um dann auch zuerst einmal einen kritischen Angriff zu setzen. So, was haben wir jetzt hier? Okay, einen entspannteren Weg hoch zur Standarte. Das ist gut. Denn dort werden wir gleich einmal safen müssen. So, wir werden ein bisschen mit Moral beglückt. Sehr schön. Okay, das habe ich, glaube ich, noch nicht so ganz gecheckt. Wow, okay, der hält auf jeden Fall gut was aus. Dann wisst ihr was, den skippen wir einfach mal schnell. Wir brauchen natürlich eine neue Standarte. So, da hinten haben wir wieder ein... Eieiei, ich glaube, ich navigiere mich hier gerade in Teufels Küche. Upsala. So, hier kommen wieder ein paar Untote. Na, komm schon. Jupp, da sind die Untoten. Da war eben ein Magier und hier auch der etwas dickere Dude. Da Markierung reingesammelt. Und der Riesenvogel kommt auch noch hierher. Nice. Na, da habe ich mich selber hier in Teufels Küche gebracht. Aber der Dicke ist auf jeden Fall down. Das haben wir hinbekommen. Auch wenn uns jetzt der Blitz erwischt hat. Na, schade. Gut, kann sein, dass wir da auch links durch müssen. Der hat jetzt natürlich nochmal einen schönen moralischen Boost erhalten. Gut, wenn wir auf Stufe 20 sind. Okay, nur von der anderen Seite öffnen. Ja, wir müssten, glaube ich, auf Stufe 20 kommen, um den dann auch ein bisschen besser und effektiver besiegen zu können. Das wird man auch so hinbekommen, aber ich glaube nicht ich. Gut, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwelche Möglichkeiten haben. Da hat er sich aber schnell durchgewirbelt. Aber da ist schon wieder ein Tiger. Aber wenn wir genügend Moral haben, ist das auch kein Problem. Okay, schade.
Doppelschwinger, nice. Oh, da hat er auch einen Riesenschwinger gehabt. So, jetzt komm, gib ihm. Okay, der ist down. Aber hatten wir hier irgendwas? Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Sieht eher aus wie so eine Kuhle, wo wir hier nochmal ein bisschen Erfahrung farmen können. So, wollt ihr hier nicht auf... Ah, doch, da vorne können wir, glaube ich, lang gehen. So, da, jetzt stehen sie auf. Hast du da einen Down? Nee. Ja, das war, glaube ich, ein Hauptmann von den Toten. Gut, hier kommen wir weiter. Wunderschön. Sagen wir einfach mal, das war so gewollt. Ja, da war der Sprungangriff jetzt zu langsam. Aber ansonsten leistet er mir gute Dienste. Ah, sehr schön. Das hier oben ist, glaube ich, die Insel, die wir vorhin auch schon gesehen haben. Und ich bin katastrophal ausgewichen. So, ich sollte mir meine Moral auf jeden Fall nicht kaputt machen, weil der Vogel hatte, glaube ich, 18. Wir sind jetzt fast bei 17. Oh, nicht, dass die Dudes da gleich auch nochmal aufstehen. Oh nein! So, ja, ich sollte keine dummen Dinge machen, ne? Das war jetzt eine sehr dumme Geschichte. Oh, nice. Oh mein Gott. Das war jetzt das Schlimmste, was hätte passieren können. Ah, oh, okay, gut. So schlimm war es dann doch auch nicht. Ja, ein bisschen Moral verloren, aber sonst passt das. So, da unten haben wir irgendwie ein Icon, was ich bislang noch nie gesehen habe. Eventuell ein Quest-Icon. What the heck is this thing? It sure is one cute critter. Maybe it's hungry. Okay. It's got a greedy look like it's trying to say, give me something. Gut, das war jetzt aber nicht das Icon. Das Icon, was ich gesehen habe, ist... Soll das da oben sein? Okay, der hat schön geleuchtet. Oh. Oh. Oh, leck. Einmal tief durchatmen und dann geht das Leben auch wieder weiter. So, da sind die Tiger. Okay.
Okay, das Ausrufezeichen. Über uns gibt es keine Ebene mehr. Und wir haben richtig viel Erfahrung verloren. Ja, ja, das haben wir jetzt schon verstanden. So, die Erfahrung müssen wir uns wiederholen. Upsala. Ja, das war jetzt nicht so ganz geplant. So, aber jetzt gehen wir mal schön entspannt zu ihm. Wunderschön. Wunderschön. Okay, der kriegt hier gar nichts mit. Umso besser für mich. Leder gönnen wir uns auch nochmal. Also hier gibt es irgendwo noch eine Standarte, die zum Safen da ist. Okay, ich wollte dich eigentlich schön wegziehen. Aber du hast ein bisschen zu schnell angegriffen. So, den haben wir auch nochmal schnell umgenietet, bevor er irgendwas Blödes machen konnte. Na, komm schon. Sehr schön. So, was haben wir hier? Das ist, ja, eine kleine. Gut. Ja, hinter dem Wasserfall könnte noch irgendetwas sein, oder? Ja, das ist aber hinter den beiden Tigern versteckt. Gut, hier haben wir sonst soweit nichts. Es wäre natürlich schön, hier einen dicken Angriff zu setzen. So einen zum Beispiel. Na, komm schon. Okay, er ist down. Was sind das jetzt hier für Sirenen, Nixen, was auch immer? Okay, die halten aber deutlich weniger aus als der Tiger. Wenn sie denn erwischt werden, das ist die große Voraussetzung. Die sind nämlich ziemlich fix unterwegs. Ah, wunderschön. Ja, schrei mal nicht so laut. Nicht, dass deine Kollegin da noch Bescheid weiß. Gut, da hätte ich mich lieber anschleichen sollen. Sehr schön. Guter Finisher. Oh, Bambusbogen, 3 Sterne. Ja, hier wird es jetzt wahrscheinlich zum nächsten Boss gehen. Der Weg ist auf jeden Fall schon mal wieder gesplittet. Someone inform the general of Earth at once!
Aber da haben wir, glaube ich, die Standarte. Aber beschützt wirklich der die? Nee, da vorne ist doch einer. Ja, 20 Moral. Okay. Oh, genau im richtigen Moment habe ich genügend Ausdauer bekommen, um da nochmal gegen zu steuern. Perfekt. Das hätte auch gut in die Hose gehen können. So, wir wollten ein bisschen mehr Power hier reinbringen. Ich glaube, wir haben auch noch Zeit, vorausgesetzt, wir müssen jetzt hier nicht noch groß durch die Walachutten laufen, uns den nächsten Boss anzuschauen. Sehr schön. Ja, da unten ist, glaube ich, der Boss. Werfen wir mal einen Blick drauf. Lord General of Earth! The enemy is almost upon us. Please, my lord, order a retreat. Do not falter, for our mission is clear. To bring the world under the yellow heaven. Those foolish enough to stand before us shall know true regret for their folly. Okay, da haben wir ihn. Okay, der ist hier an bestimmten Punkten offen. Er teleportiert sich auch liebend gerne. Und macht auch viel Feuermagie. Okay. Okay, zu weit weg gewesen. Weil dem Feuer sind wir ausgewichen, aber dann zu weit weg für einen Gegenangriff. Oh, der war auf mich. Habe ich jetzt null kommen sehen. Okay, da habe ich ihn erwischt. Okay, beide nicht erwischt. Okay, ich habe gedacht, ich bin erfolgreich ausgewichen, aber nee, nicht wirklich. Ja, ich komme hier nicht weg, ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, das waren mehrere Angriffe. Aber gut, fast die Hälfte der HP weg. Und dieses Mal ist es ja kein Fake-Boss, sondern ein richtiger. Ich wollte sagen, eigentlich können wir den skippen. Und dann greife ich ihn doch noch an. Okay, einfach den Angriffen ausweichen bringt hier nicht wirklich viel. Abgesehen davon, dass wir kein Damage bekommen.
Wir müssen auch den richtigen Angriffen ausweichen. Ah, im falschen Moment geheilt. Den richtigen Angriffen ausweichen, damit wir auch Damage machen können. Okay, dieser Try sieht nicht ganz so gut aus wie der letzte. Okay, den habe ich kaum sehen, aber ja, nicht das richtige Timing gehabt. So, was machst du da? Ja, wir brauchen den richtigen Move, weil sonst ist sein Balken viel zu groß. Ja, drei Angriffe, alles klar. Okay, da auch allem ausgewichen. Okay, ausweichmäßig macht das sogar Hoffnung auf die Zukunft. Aber ja, dem haben wir auch jetzt gut was weggezogen. Dafür, dass ich meinte, dass der Try gar nicht so gut ist. So, was ist das? Ach, der spawnt hier auch noch random Gegner. Nice. Soll ja höchstwahrscheinlich auch nicht zu einfach werden hier. Okay, den habe ich zu spät kommen sehen. Gut, seine Verteidigung haben wir aber nur einmal wirklich brechen können. I shall assist you as I can. Ist halt die Frage, hat er noch eine zweite Phase? Bestimmt, oder? Oh Mann. Jetzt krepiere ich auch noch fast an einem einfachen Gegner. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal die HP aufladen. Das geht so nicht. So, wir haben auch unser Götterwesen aufgeladen. Das ist gut. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier noch ein Drittel oder die Hälfte seiner HP wegzieht. Aber, nee. Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt von ihm getroffen werden, das zieht richtig viel HP. Also, der Feuerschaden, den er drauf hat, der ist schon ganz ordentlich. Ich könnte aber natürlich auch noch mal ein bisschen auf Feuerriese gehen. Okay, das ist eigentlich der Angriff, den wir unbedingt blocken müssen. Weil die roten Angriffe waren bislang auch immer diejenigen, die die Verteidigung größtenteils gebrochen haben. Na, durch das ganze Geporte, ja, schon wieder nicht. Macht leider auch immer Multi-Attacks, weswegen einmal ausweichen nicht so viel bringt. Gut, aber mehr als die Hälfte der HP ist schon mal weg. So, ich habe keine Ahnung, was die imstande sind zu reißen. Aber vorsichtshalber umhauen.
Na super, ich habe dem Feuer gar nichts entgegensetzen können, obwohl ich der Meinung war, ich bin gut ausgewichen. Ah, shit. Ich hätte gedacht, dass ich ihm dieses Mal ausweichen kann. Aber auf jeden Fall der rote Bereich. Gut. Okay, dann machen wir aber trotzdem hier mal einen kurzen Break. Einmal zum Durchatmen und weil auch gleich noch DFB-Pokal ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da wird er auf jeden Fall drauf gehen. Ich muss mal schauen, wie viele Tries ich euch zumute, aber den Kill wird es auf jeden Fall geben.